Ja, hi, ich grüße dich. Ich möchte heute mal ein Feedback noch geben. Ich bin ziemlich in Prozessen drin, muss ich sagen. Also es ist wirklich der Wahnsinn, um nicht zu sagen, die Gespräche, die ich mit den Speakern führe, dass sich dann, tja, in meinem Leben auch entsprechend was zeigt. Aber es ist tatsächlich, also es liegt natürlich an meiner Resonanz. An meinem Resonanzfeld, ob das jetzt Ego-Themen sind oder innere verletzte Kindanteile, keine Ahnung. Man kann es vielleicht auch nennen, wie man will. Letzten Endes ist es so, dass ziemlich viel in Bewegung ist und die meiste Zeit kann ich auch dankbar dafür sein, was sich so zeigt, auch wenn es irgendwie knirscht und knarkst und ich natürlich gerne anders hätte in einem gewissen Anteil in mir, kann ich mich doch schon recht gut in die Situation rein begeben und sagen, okay, das hat seinen Zweck, da kann ich die Zeit für mich nutzen, reinzufühlen, die Dinge zu beleuchten. Da sein zu lassen und zu beobachten, ohne den Drang zu verspüren, im Außen jetzt da noch groß was zu machen. Also das kenne ich zu Genüge von mir. Vielleicht geht es dir auch dann und wann so. Nicht, dass ich das gänzlich los wäre, aber im Moment klappt das ganz gut an und für sich. Ich habe jetzt 26 Interviews im Kasten. Vier fehlen noch und mal gucken, was noch kommt. Das ist total spannend, was mit den Interviews abgeht. Das ist nach wie vor, ich hatte das am Anfang schon gesagt, dass das alles so zusammenpasst. Ja, es ist nach wie vor so. Und es ist nicht nur, dass ich ein Interview führe oder vielleicht dann noch eins danach, was sich dann thematisch angliedert an das Vorhergegangene, sondern es ist auch so, dass ich dann zum Beispiel ein Buch in die Hand nehme, aufschlage und wieder das Thema da ist. Also es ist echt schön, das zu beobachten, wie das Leben spielt gerade. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob bei dir auch so viel Transformation ist oder vielleicht auch das Thema Loslassen dran ist. Bei mir betrifft es gerade auch so familiäre Dinge. Also ich dachte eigentlich, Weihnachten wär schon gut erledigt. Aber sowas kann sich durchaus auch noch bis ins Frühjahr ziehen oder vielleicht noch länger, keine Ahnung. Ja, also du merkst vielleicht, ich bin ein bisschen platt. Also es ist wirklich doch schon abends. Und aber nichtsdestotrotz sehr genährt. Und ich weiß nicht, ob ich heute Abend es wieder mache mit dem Gute-Nacht-Ritual. Schauen wir, was kommt. Ist jetzt auch gar nicht Thema gerade. Ich freue mich einfach jetzt schon, das zu sehen oder die Feedbacks, die ich bekomme. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen Anspruch, ne? Also ich bin eher auf dem Trip, dieses perfektionistische, eher, ne, besser gemacht, wie irgendwie am Perfektionismus zu scheitern. Kenne ich auch zu Genüge. So mit dieser Haltung gehe ich an die ganze Sache dran und es ist einfach schön, dass entstehen möchte, was mir gefällt. Also natürlich entsteht das, was mir gefällt und das Feedback, was ich dazu bekomme. Also es ist wirklich durchaus auch in unterschiedlichen Richtungen, aber letzten Endes kann ich sagen, wirkt das total gut und das erfreut mich so hier, ja, so da. Das ist so richtig, ja, genau, darum geht das. Ich möchte berühren, ich möchte motivieren, inspirieren und mit all dem, was ich da bespreche und frage und irgendwelche Übungen quasi runterholen in das Feld, was ich aufmache in diesen Raum, damit ich es letztendlich mit dir und jedem und jeder, die möchte, das teilen kann. Und ich bin so froh, dass es dieses Konzept Online-Kongress hergibt, dass es eben diese kostenlose Zeit gibt und sich jeder, egal wie, das gönnen kann, ja, und die, die vielleicht
einfach auch keine Zeit haben in dem Zeitraum oder, also was ich sagen muss, ich schaue mir die Videos, die Interviews auch öfters an. Ich kam jetzt noch nicht so dazu, aber mir brennt es unter den Nägeln, mir das nochmal anzuschauen, weil es so intensiv ist. Und da finde ich es dann wiederum auch toll, dass es dieses Kongresspaket gibt, wo jeder, der möchte, sich das dauerhaft runterladen kann für kleines Geld. Ja, und das mega Geile ist das Bonuspaket, das wächst immer noch weiter. Also echt schön. Ich bin so dankbar für diesen, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach großartig an und ich hoffe, dass du das irgendwie mitkriegst und für dich nutzen kannst und teilhaben kannst, egal auf welche Weise. Und genau. Schreibt mir gerne Feedback oder Wünsche oder keine Ahnung, was ich auch schon sagen kann. Es wird Live-Sessions geben in der Kongresszeit. Also sich da im Newsletter einzutragen, lohnt auf jeden Fall. Darüber bekommst du dann die Zugänge zu den Live-Sessions. Und es ist auch schon in Planung von den Speakern, wo wirklich, wo ich denke, wow, geil. Und es sind ein paar, wird es auch Workshops danach geben. Wann und wie ist noch nicht in der Gänze komplett durchgeklärt, aber es sind schon einige Termine auch dafür ausgemacht. Da würde ich natürlich auch entsprechend dann die Infos, wenn es ganz, ganz klar ist und einen Rahmen hat, über den Newsletter meiner Kongressseite raussenden. Und ja, teilt gerne alles, was ich teile, teilt es auch, teilt es mit deinen Freunden, teil Dinge von dir, ja, wo du einfach Erfahrungen gesammelt hast und trau dich, dich zu leben und weiter zu entdecken. Da gibt es noch eine Menge mehr. Wir sind noch lange nicht am Ende. Also in diesem Sinne, einen schönen Abend, hab's gut. Lass es dir gut gehen und pass auf dich auf. Ciao.